Das ist nicht ein tolles System. Hätte auch gedacht, hier gibt's mehr Story, ehrlich gesagt. Nee, wie gesagt, also die überhaupt generell die Story von Guild Wars 1 erzählt sich ja hauptsächlich in den Missionen. Und die nächste Mission kriegen wir erst nach der nächsten Primärquest. Da gibt's dann die. Also wir haben halt die erste Mission Charbeck. Da erfahren wir halt, dass die Korsaren übertrieben häufig angreifen. Und im späteren Verlauf erfährst du auch, warum die Korsaren übertrieben häufig angreifen, aber die Story spielt sich halt wirklich hauptsächlich in diesen Missionen ab. Genau, jetzt gehen Ja wir runter gut, das zu ist ja den. klar, das gab es ja auch bei unserem EOTN und so weiter. Genau, ja. Aber da gab es ja wenigstens was. Ja, EOTN ist halt auch das am besten gelungenste. Ist halt auch das die letzte Episode und ist halt nur ein Add-on. Das heißt, da haben sie sich halt. Der musste Ja, sich da haben nicht sie darauf. endlich Ahsoka reingebracht. Das macht das ganze Spiel schon viel Sie besser. muss, da fängt es dann auch wieder an, ne? Sie haben halt das, was das Wenige, was sie vorher schon für ein Add-on machen mussten, haben sie halt nochmal reduziert, weil sie keine neuen Klassen bringen mussten. Sie mussten keine neues Startgebiet entwerfen, sondern konnten direkt mit der Hauptstory starten. Gut, aber sie haben einen neuen Rassen reingebracht, oder? Keine spielbaren, nein. Nee, spielbar nicht, aber die muss ja trotzdem Bock haben. Obwohl, stimmt, die sahen alle gleich aus, die Asura. In der Zwischenzeit auf der Brücke. Ja, deswegen, also, ne, sie haben halt Ja. die wenige Arbeit, die sie sowieso schon mit den Add-ons hatten, dann nochmal, oder mit den eigenständigen Spielen, dann nochmal reduziert. Ja, die haben im Prinzip DLC-Pakete verkauft, kann man ja sagen, oder? Obwohl es waren. Trotzdem einiges an Zeit drin. Ja, also als DLC-Paket würde ich eher das Bonus Mission Pack bezeichnen. Das sind halt einfach nur fünf Missionen, die aber auch wirklich pure Story sind. Ja, Sol Alessio zum Beispiel Genau, war doch genau ein das. Missionspack. Genau, dann gab es eine Geschichte rund um Gwen, da gab es einmal die Geschichte, wie Palava Joko das erste Mal getötet wurde. Und was war denn das vierte? Saul, Gwen, Palava Joko und? Da müsste noch eine sein. Das hat aber Ja, auch ich kann es nur ja nicht sagen. einen Zehner gekostet. Das. Ja, ich glaube sogar nur 8,99. Also. Das war für mich also storytechnisch halt relevanteste Inhalt. Deshalb, weil er wirklich, ja, weil es eigentlich nur aus Story-Missionen stand von Seitencharakteren. Also für Story hast du Geld gezahlt. Ja, für Side-Story tatsächlich. Also wusste es halt aus der offiziellen Geschichte, dass Saul de Alessio ursprünglich den Weißen Mantel gegründet hat und dass er dann verschollen ist. Und in dem Bonus Mission Pack hast du halt als Saul de Alessio die Mission gespielt, in der du verschwunden Ja. bist. Und dadurch hast du natürlich eine ganze Menge mehr Hintergrundwissen zu der Geschichte bekommen. Also du wusstest, worum es in der Geschichte geht. Da hast du die Geschichte aber tatsächlich dann selber erlebt und nicht nur erzählt bekommen. Das wäre so, als würden sie jetzt die lebendige Welt Staffel 1 in eine zwei- oder dreiteilige Story-Instanz packen, in der du einfach nur ganz kurz grob all das nachspielst, was passiert ist. Und das würden sie dir für eine Szene anbieten. 800 Ohne Gems. irgendwelche, ja, ohne irgendwelche Erfolge, ohne irgendwelche Belohnungen, ohne dass du was gedroppt bekommst. Einfach nur nackt den Inhalt Das nachspielen. könnten sie nicht machen. Ach Gott. Leute würden sie fertig machen. Ja, richtig, aber so war halt dann ungefähr das Bonus Aber Mission sie Pack. hätten das gern so drin. Viele Ich wollen es hätte, gern also, nachspielen. ja, ich würde es auch gerne nachspielen, Ja, also. es ist ja auch ein Problem für Spieler, die. Wir haben mal GW2 Pause gemacht, haben zwei. Die haben keine Ahnung, wer Braham ist. Gut, muss man eh nicht kennen, aber die ganze Heldentruppe, die neue, die wissen nicht, was Sache ist. Ja, ich weiß, das Die ist. wissen ja nicht mal, wer Mordremov ist oder warum Silvari plötzlich durchdrehen. Die wissen einiges nicht. Oder warum es Na ein gut, Ei gibt. warum Silvari durchdrehen, das erfährst du in Lebendige Welt Staffel 2. Ja, richtig, genau. Das ist das Problem, Ja wenn du gut, die aber. Staffel 2 dir nicht kaufst, weil du das als Achso. Anfänger, wenn du HOT kaufst, nicht weißt, dass sowas existiert. Hast du halt direkt reingeschmissen und hast keine Ahnung, okay, Ja, warte mal, die ja. umgehen wir, die umgehen wir, die umgehen wir. Die Ja, geben uns keine ich Punkte. laufe einfach bei dir. Ja, okay. Ne, die geben uns nämlich keine Punkte. Und was uns Ich keine hab das, Punkte glaube ich, gibt. auf Reddit, glaube ich, gelesen sogar. Was Das hast du da jemand mal gelesen? geschrieben. Hat jemand mal wirklich geschrieben mit seiner Freundin? Frau? Ja. Die haben GW2 gespielt und dann halt HOT gekauft und so weiter. Und die legen sehr großen Wert auf Story.
und hatten massiv Probleme in HOT und wollten und hatte halt an Freddit gefragt, ja, lohnt sich das, dass ich das HOT jetzt noch durchschaffe von der Story, weil ich kenne die ganzen Charaktere und so weiter nicht hin und her und wegen der Season 2 halt. Weil die nicht direkt drin war zum Beispiel und das deswegen Probleme gehabt hat. Selbst wenn man Season 2 haben sie sogar dann gespielt gehabt, aber sie hatten halt wegen, weil die Season 1 nicht drin war, Probleme gehabt. Weil also du hast unsere also Heldentruppe wurde ja durch die Season 1 genau, unsere Heldentruppe wurde durch genau. Season 1 vorgestellt, die ganze Geschichte allerdings rund um Mordremoth, dass der halt durch, dass die Sivari durchtickt und sowas, das war alles allerdings Lebendige Welt Staffel 2. Genau. Die kann man ja immerhin nachkaufen. Aber Gott sei Dank. Aber das hätte dann am Ende dazu zugehört, theoretisch gesagt. Wie gesagt, ich habe ja letztens schon mal, haben wir im Podcast drüber spekuliert, genau, dass du halt eine Version, also das nächste Add-on halt nicht für 45, sondern für 35 Euro anbietest und halt eine Version für 45 Euro, wo dann Lebendige Welt Staffel 2 und 3 mit drin sind, oder wenigstens zumindest Staffel 3. Die machen sowieso digital, Snackshade. Das ist halt eine gute Idee, dass man sagt, okay, Leute, ihr habt das Ganze ja schon, wenn ihr könnt Geld sparen, kauft es euch im Game Store und gut ist. Ich find's nicht so gut. Raflings. Ja, nicht um GameStop kaufen. Ja gut, aber dann hast du wieder die Gefahr, dass irgendjemand sagt, okay, ja, aber dann kaufen viele halt dann trotzdem das preiswertere, warum soll dann das teure kaufen? Ja, aber wenn du den Digitalcode außerhalb kaufst, dann zahlst du doch auch nicht mehr. Du kaufst ja über den Raffling keine Box, sondern du kaufst ja trotzdem nur einen Code. Ja, natürlich, aber ich meine nur, wenn du die zwei Fassungen anbietest, werden die meisten Leute die 35 nehmen. Ja. Selbst die nicht die Geschichten haben wollen. Ja, aber warte, du würdest eine 35-Euro-Version, redet ihr übrigens mit der Tinte, das ist die Quest. Du würdest eine 35-Euro-Version im Game Store anbieten und dieselbe Version für 45 Euro außerhalb? Nein. Warum? Nein, du hast schon gerade gesagt, es gibt zwei verschiedene Fassungen. Einmal nein, die ich 35, hätte gerne, die... ich hätte gerne, das ist das, was ich gerne hätte. Eine 35-Euro-Version für Veteranen und eine 45-Euro-Version, wo du dann Lebendige Welt Staffel 2 und 3 mit drin hast. Ja, aber wie machst du das mit Veteranen? Und beziehungsweise, wie bietest du das an? Kaufst du kaufst ja, du, du kaufst beide zwei Versionen an. Genau, du bietest, ja. Jeder Normale wird sich dann trotzdem die 35 erholen und die 45 nicht, weil Geld sparen ist immer gut. Ja, aber wenn sich jemand für die Geschichte interessiert, wird er sich die 45er holen. Weil er die Lebendige Welt Staffel 2 und 3 drin bekommt, für die er, das schreibst du unten drunter. Inklusive Lebendige Welt Staffel 2 Wert 20 Euro, inklusive Lebendige Welt Staffel 3 Wert 20 Euro. Dann liest der, oh, ich habe 40 Euro gespart, wenn ich 10 Euro mehr ausgebe. Ja, ja, das verstehe ich schon, aber das ist trotzdem eine schlichte Lösung. Nein, wenn dann nämlich einer im Nachhinein sagt, erstmal muss das Zeug überhaupt nicht drin sein. Das halte ich schon für, also ich bin ein großer Fan davon, dass es drin ist. Aber wenn du dir jetzt WoW Mr. Fundaria kaufst, kannst du auch nicht, nicht Mr. Das ist das neueste, die Legion kaufst. Hast du doch auch nicht alles schon drin. Bei Legion? Ja. Doch. Du hast bei Legion alle Add-ons und auch das Grundspiel ja. Und alles drin. Mit Warlords of Draenor haben sie es dann gemacht, ja. Okay, mit Warlords of Draenor. Du kriegst du... Ich hab ja damals Cataclysm gespielt, da brauchte ich ja noch eine Battle-Chest. Nee, wenn du dir Legion kaufst, hast du alles drin. Okay. Dann steht jedes alte Add-on kriegst du mittlerweile hinterher auf die Art und Weise. Oder doch, müsste es sein. Ich bin mir nicht sicher, ob Warlords of Draenor auch drin ist oder ob man das noch kaufen muss. Aber ich glaube, da bin ich mir nicht sicher, aber bis Pandaria auf jeden Fall. Und das ist einiges an Content. Ja, nein, dagegen sage ich ja gar nichts, aber... Und du kriegst es halt von vornherein dabei, weil es ist halt auch auf eine gewisse Art und Weise storytechnisch oder der ganze Progress gehört halt irgendwie dazu. Nein, aber auch wenn sie mit Cataclysm alles war halt die große haben. Kritik, du hast als Veteran keinen Vorteil gegen, also keinen preislichen Vorteil gegenüber den normalen Spielern. Also ich sag's ganz ehrlich, also wird es nur eine Fassung geben und sie sagen drin, okay, ab sofort die Season 2 und Season 3 mit drin, fertig, das ist einfach, machen dazu. Die geben ja auch HOT im Prinzip kostenlos. Dann können sie auch das Zeug kostenlos dazu machen und fertig. Wäre mir egal. Ich würde deswegen nicht rumheulen. Nee, ich würde deswegen auch nicht rumheulen. Ich weiß nicht, warum die Leute immer denken, die würden... Aber ich finde das... Aber so überhaupt nicht. Ich habe nichts bezahlt dafür. Aber was ich halt meine ist an der Stelle, wenn sie halt planen, oder bevor sie halt 45 Euro für das Add-on nehmen, sollen sie es halt lieber so zweiteilen und die 45 Euro sich über die lebendige Welt verdienen. Also die 10 Euro mehr. Uns dann eben lieber eine 35er-Version anbieten. Vor allem nachdem HOT ja bei vielen wirklich nicht angekommen ist. War ja auch ein schlechtes Addon. Ich habe jetzt einen Buff nicht nehmen können. Danke. Nee, wir sind in der Stadt. Die holst du auch keine Buffs. Also verlieren muss er wieder.
Weil wir gleich nämlich reisen. Aber vorher machen wir die zwei Quests, die hier noch sind. Nämlich Rutschige Farbe. Und ich meine, hier müsste auch noch einer sein, der uns eine. Hier oben ist definitiv was. Was wo? Ja, das ist, weil du die blöde Bocker-Quest wieder angenommen hast. Das ist der Küchenmeister. Der will dir nicht wirklich helfen. Er ist eine Lüge. Stimmt, ja. Er ist eine Lüge, Sky. Ja, ich geb's hier weg. Feine Bocker-Quest. Hab's hier nicht auch nochmal? Ja, scheiße, hier gibt's scheinbar nichts. War wohl nichts, Alex. Sind wir denn? Wie weit ist dein Titel? Dein Speertitel? Mein Speertitel ist irgendwie. Oh, ich bin ja schon so 224 Bevölkerungspunkten. Wie viel? 200? 24. Okay, das heißt noch. Ja, hier steht, wenn euch 300 Bevölkerung zu erkannt worden. 76 dann noch. 76 Gegner, die wir noch töten müssen. Das läuft bei uns. Ja, weiter diskutieren, ist doch auch interessant. Ja, natürlich. Absolut. Ja, also keine Ahnung. Ich bin der Meinung, gerade bei Spielen, bei denen die Story drauf ankommt, kann das halt rein. Ah, komm, hier Waffen nehmen. Ja, aber hier wollte ich gar nicht hin. Wir gehen nochmal zurück. Ach, verdammt. Ich wollte in die andere Richtung eigentlich rausgehen. Da haben wir noch eine Quest. Und eine Quest können wir gleich auch noch abgeben. Also wir sparen uns nochmal 10 Gegner. Es ist wundervoll. Ein Traum. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Ich wollte nämlich eigentlich in diese Richtung raus. Denn wir haben ja noch die Quest Totschicke Farbe offen. Ich hoffe, dass du die Quest Totschicke Farbe offen hast. Soll ich abbrechen? Okay, warte mal. Nein! Ah. Junge, was ist los mit dir? Lustige. Oh Gott. Ich habe das aktuelle Video von der Person angeschaut. Diesen Kreisel, das neue. Das wäre mal eine Frage an den Chat hier, dieses neue, wie heißt dieses Ding, dieser Kreisel, der derzeit so der neueste Schrei ist auf den Schulhöfen? Ey, frag mich doch nicht, ich bin aus den Schulhöfen raus. Guck mal, hier hast du ein bisschen Lore gleich. Barish Ossa und General Morgan. Die machen aber erst weiter mit uns, wenn wir, das ist unsere Primärquest hier. Können wir aber erst machen, wenn wir den richtigen Sonnensperrang haben. Denn die Tante, denn General Morgan sagt gleich, ha, ihr seid ja nicht mal erster Speer, ihr seid hier gar nicht würdig, mit mir zu sprechen. Hochnäsiges Arschloch. Hab ich gerade laut Arschloch im Stream gesagt? Nein. Ja, hast du so theoretisch immer jetzt so $1 in dein Müsste ich jetzt Behälter in, reinmachen. In mein Sphere-Jar. Echt, sowas gibt's? Ja, nutzen die Streamer. Okay. Das hat 1 Euro. Oder 1,50 Euro, ich weiß nicht, wie der Wechselkurs ist. Wenn du Schmerz zahlen. Und jetzt hier sogar nur langweilige Korsaren. Pitchcat-Spinner, genau, so war der Name. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Genau, das Marcel gerade in den Streamchat gepostet hat. Irgendwas wollte ich nämlich aus dem Streamchat dir erzählen. Dass Marcel das wieder kennt, wundert mich nicht. Da hat sie sich auch schon gekauft. Er ist doch im Herzen noch immer ein kleines Kind. Das ist richtig. Der kleine Vater. Kleine Vader. Hat schon seinen Sinn, dass er sich selber als klein betitelt, ne? Das stimmt. Er hält sich klein. Dankeschön für den Follow Cosmic Fire X. Cosmic Fire X, ja, das klingt gut. Vielleicht lese dir erst den Namen durch und dann sag was. Dann sagst du den Namen auch richtig und sind die Leute nicht beleidigt. Ich hab den Namen vorher nicht gelesen und laut vorgelesen. Ist das nicht eigentlich auch der Witz daran, dass man Namen falsch vorliest? Also ich dachte, das wäre. Ich bin kein Twitch-Streamer, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, bin auch kein Twitch-Streamer. Also. Wenn du wischen möchte, gern Streamer. Nee, nicht mal. Bin einfach. Ich nenne mich ab jetzt selbst immer Mr. Authentizität. Hey, schau mal, wir haben hier Fußspuren. Im Sand, ja. An manchen Stellen ist das so. Der Hammer. Ich bin ja, nachdem ich jetzt mich mit Tigerpfötchen unter seinem Hate zum Sonntag gebettelt habe darüber, dass es doch authentische authentische Streamer gibt, bin ich ja jetzt Mr. Authentizität. Also was ich ja gesagt habe, hol dir doch Tipps von Durden. Durden ist derzeit. Ja, aber ich möchte nicht so streamen wie Durden. Ich möchte nicht, dass das Wort Schwanz bei mir zum Beispiel ein Running Gag wird. Bitte was? Okay.
Ja, das spammt er zumindest immer auf Twitter. Ich habe seit langem keinen Stream mehr von ihm gesehen, aber das war... Okay. Ich lese allerdings jeden Tweet von ihm. Ich bin mir noch gar nicht aufgefallen. Und hin und wieder retweete ich auch was. Sputti, zeigst du es gleich auch die versteckten Schätze, wenn ihr in den jeweiligen Maps seid, ja? Die weiß ich, also hier zumindest in Istan weiß ich die versteckten Schätze auf den Isno-Inseln und unten rechts da in der Bucht Schätze, immer noch okay. auswendig die Plätze. Da und... Okay, da weiß ich es doch nicht mehr. Aber Isno-Inseln weiß ich noch, ist da unten. Methani-Archipel hieß das, glaube ich, ne? Da war das irgendwo hier so. Ah, ein alter Klassiker, die versteckten Schätze. Aber es dauert halt noch, bis wir dahin kommen. Haben eigentlich alle HOT-Legis einen Bezug zu DW1 oder ist das bei Astralari jetzt Zufall? Neue Fackel hätte eine entsprechende Sammlung ja auch gut gestanden. Wo hat denn Astralari einen Bezug zu Guild Wars 1? Ich habe die Sammlung nie gemacht, muss ich gestehen. Wie viel Guild Wars 1 war denn? Gesagt, dass dieses Astralarium. Ach, das war ein Witz. Das mit dem Astralarium. Also wenn das darauf aufbaut. Das hat keinen wirklichen GW1-Bezug. Ein Astralarium hat ja mit also nicht primär was mit GW zu tun, sondern ist es halt Sternwarte, ne? Demnach eine Sterngeschichte und keine Guild Wars-Geschichte. Weil ich wüsste nicht, dass irgendeine der Waffen einen Bezug zu GW1 hat. Es sei denn, da ist jetzt irgendwas Spannendes in der Geschichte, also in der Sammlung tatsächlich passiert. Dann revidiere ich meine Aussage. So, hier ist unsere Sumpfblume. Haben wir nämlich die Quest auch abgeschlossen. Hier müssten auch noch zwei, drei andere Quests sein in dem Gebiet. Aber jetzt frag mich nicht genau, wo die sind. Oh, mein Inventar ist schon wieder voll. Scheiße. Oh, oh. Hat alles gepudelt? Big Pull! Ah. Also ein bisschen Vance hier ehren, der heute Abend übrigens das Germany's Next Topmodel-Finale mit Freunden zusammen guckt. Es war ihm wichtiger, als mit uns was zu machen. Ja, richtig. Ja, er wollte einfach nur saufen. Wahrscheinlich, ja. Kann ich mir auch nicht übernehmen. Aber ist noch gar kein Vater, darf noch nichts trinken. Anders als Kleinvater. Ja. Oh. So, hier müssten... Der war schon schlecht. Der war schlecht, ja. Wir umgehen die Mobs mal, weil wir haben keinen... Ach das sind Termiten. Termiten wollen wir töten. Der weibt immer noch dein Bein. Nein, mein Bein habe ich inzwischen. Ja. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir einen Insektenbonus haben. Bin nämlich mit der Insektenjagd belegt. Da gab es sowieso auch so ein typischer Guild Wars Running Gag, war dann selber abzutippen, ich bin mit folgendem belegt Salami. Oder immer belegt steht, wenn du einen Buff hast. Mhm. Ja, man muss nicht jeden Guild Wars 1 Witz lustig finden. Da waren ein paar gute dabei. Ich kann mir vorstellen, das hat... Ja, die Flammensucher-Prophezeiung hat natürlich in Guild Wars 1 Bezug, aber die Flammensucher-Prophezeiung ist kein Generation 2 Legendary, sondern gehört eben noch zur ersten Generation. Kein Hope zum Beispiel. Und die neuen Legis haben ja auch wieder keine große Geschichte dahinter. Jetzt wieder erschienen. Dann seit Eureka... So, da haben wir nämlich meinen Questtypen, der mich hier so von der Seite anpst. Auf mich an zu psten, Kollege. Genau, für dich müssen wir die große Feuerblume besiegen. Machen wir jetzt auch. ...265 Punkte sind es bei mir. Zwei Quests können wir gleich noch abgeben. Ein bisschen was müssen wir, glaube ich, noch machen. Und hier tatsächlich... vorwärts zu kommen. Die Quest bei Hatuk angenommen? Geil? Nicht. Achso, habe ich angenommen? Ich dachte, ich habe was abgegeben. Ach, das ist furchtbar mit dem Zeichen. Naja, ich habe es auf jeden Fall. Okay, ja. Dann nehmen wir hier die Klingentermit noch mit, weil wir eben Termiten brauchen. Insekten brauchen. Natürlich, klar, gerne. Da, die Wurmlanze zuerst, immer auf den Heiler. Das dürfte ja zumindest auch aus anderen Spielen bekannt sein, ne? Immer zuerst Heiler töten. Immer auf die Heiler. Und rest mich. Dankeschön für den Follow, lieber Berylicious Gaming. Das habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen. Aber das kann ich mir auch nicht anders vorstellen.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein altes Spiel auszupacken? Wir machen. Wir sind. Also, ich glaube nämlich, dass. Potato Streams deswegen. Nein. dass Franken nämlich, glaube ich, Guild News gar nicht kennt. Denn der kam mir überrascht vorhin rein und meinte, es spielt noch jemand Guild Wars 1. Das, daraus interpretiere ich das jetzt einfach mal. Wir sind eine Guild Wars 2 Fanzeit und spielen immer mal wieder Guild Wars 1. Wir haben ein Let's Play zu Prophecies gemacht, wir haben eins zu EOTN. Wir haben mal eins zu Factions begonnen und jetzt wird eben Nightfall so langsam das Ganze voll gemacht. Hier gibt es übrigens die Sky-Jagd. Das Schöne ist halt, Sky, mein netter Co-Part hier, hat in seinem Leben noch nie GW1 gespielt, aber eben sehr, sehr viel GW2. Möchte ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte lernen. Wir haben viele Leute in unserer Community, die auch kein GW1 gespielt haben. Und die profitieren eben auch davon, dass sie ein bisschen was vom Spiel sehen. Wobei man nüchtern sagen muss, hauptsächlich sehen sie gerade Grind. Ja, das ist total spaßig. Aber dafür haben wir schöne Diskussionen, glaube ich. Das ist immer das Gute, wenn ich mit Sky auch so im TS sitze. Wir haben eigentlich immer ein Thema, über das wir uns streiten. Ja, ist doch so. Ja, ich bin ja auch nicht gekauft von Ariane, wie du. Wenn es wenigstens so wäre. Ja. Kauft mich! Nee, hier gibt's ein Schild, ich glaube, das nehme ich mir jetzt mal. Kauft mich, ArenaNet. Ich bin billig. Ja, yeah, schau mal, jetzt habe ich ein Schild. Das macht dich gleich noch unattraktiver. Wie lange wir heute streamen? Keine Ahnung. Das einzige Limit ist für mich eigentlich, dass ich morgen früh um 5.30 Uhr aufstehen muss. Ja, das dann. Bedeutet also, länger als 12 wird es nicht, aber. Du brauchst halt viel Schlaf, oder? Nein, ich brauche nicht viel Schlaf. Ich bin aber jung, anders als du. Ja, schon dem Alter. Wie früh zu Bett. Ja, aber ich habe ja auch nicht geschlafen während der Vorlesung. Ich schlafe nie während der Vorlesung. Ich habe stattdessen mein Tablet offen und schaue Netflix-Serien. Wow, Hilfe. Ich war die Unterhaltung für noch 3 Reihen über mir, als ich House of Cards geguckt habe, ja? Also. Das hat den halben Raum unterhalten. Er hat schon Sound noch angehabt. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Nein. Dafür sind unsere Hörsäle auch nicht groß genug. Wir sind ja eine relativ kleine und vor allem sehr, sehr junge Hochschule. Was richtig gut ist. Was haben wir dieses Jahr unser 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Also die Hochschule ist wirklich sehr, sehr jung mit 15 Jahren. Und, oder wir haben es letztes Jahr, glaube ich, gefeiert, ne? Ja. Und das Geile ist halt, das sind noch alles so richtig schöne Hörsäle. Die Sitze sind noch nicht versifft, das ist alles noch nicht bekritzelt und zerstört und so. Jetzt. Nein, wir auch nicht. Das Ding ist ja, unser größter Hörsaal ist halt für 150 Leute ausgelegt. Das ist halt lächerlich, wenn du guckst, was so teilweise in der Uni hockt. Und dementsprechend, also wenn unter 150 Leuten einer Bullshit macht, kriegt das auch die Person vorne mit. Leider Gottes. So, wir müssen jetzt unsere Quest bei Hatuk abgeben können. Und dann. Ja, Rigiti, du hast recht. Das ist. Wenn man keinen Brückentag hat, ist es schlecht, natürlich. Ich hatte auch kurzzeitig überlegt, morgen nicht aufzutauchen. Nein, Studium ist wichtig, nimm das ernst. Das ist die eine Sache. Der Guild-News-Fluch. Also im Normalfall hätte ich gesagt, nö, scheiß drauf, aber es ist halt eine Vorlesung mit Anwesenheitspflicht und da sage ich halt nicht. Wie viele Stunden hast du morgen Vorlesung? Ah ne, du hast, glaube ich, das Problem mit dem Auto gefahren. Mit dem Bus, oder? Ich bin von 8:45 bis 16:30. Boah. Und fahre halt los um 5:07 und komme nach Hause um 5:07. Und habe um 7:30 tanzen bis 8:30 und bin um 9:15 mit Spaller und Domi im Meltdown in Köln verabredet. Wow. Und da bleibe ich ungefähr bis 1, dann fahre ich nach Hause, denn wir treffen uns ja Samstagmorgen um 11 Uhr wieder auf der RPC. Ich habe letztes immer noch leichtsinnigerweise gesagt, wir treffen uns um 10, aber ich habe das inzwischen für mich schon auf 11 verschoben, weil ich nicht glaube, dass ich um 10, also ich muss ja um kurz nach 10 los, wenn ich um 11 da sein will. Ich werde es nicht schaffen, um 11 da zu sein. Um 10 da zu sein. Das ist, glaube ich, mein großes Problem. Wenn ich muss man das hier irgendwie annehmen? Machen? Ja, die Quest sollten wir annehmen. Auch wenn es eine Meisterquest ist. Man wächst ja an seinen Herausforderungen, ne? Wow.
Was ja, volles Programm, mein Lieber, das ist übel. Ja, dann bin ich jetzt Samstag den gesamten Tag auf der RPC und abends trinken wir dann nochmal im Meltdown. Und Spaller fährt Sonntagmorgen nach Hause, das heißt, wir probieren bis Sonntagmorgen zu trinken. Boah. Also ich habe mir rausgeguckt, dass ich schön mit der Bahn um 3:30 morgens nach Hause fahren könnte. Das ist so. Also machen wir heute Abend sozusagen den Content fürs ganze Wochenende. Weil du so ich werde den Stream morgen früh in der Uni zerlegen. Oh, wir sterben übrigens. Fällt mir auf. Wirklich? Ich werde den Stream. Oh, bin tot. Ich werde den Stream morgen während der Uni zerlegen, sodass er dann nach und nach auf YouTube veröffentlicht wird. Ja. Das ist mein Plan für die morgige Vorlesung. Damit ich auch was Sinnvolles mache. Das hätten wir hier besser machen sollen eigentlich. Ja, das war die Erraune mit Steinfleisch. Damals. Nein, wie damals mit dem Stream. Dass wir mit Hallo haben, okay, und Tschüss und sowas. Ja, richtig. Aber das Problem ist, wir haben uns da auch nie an 25 Minuten gehalten. Jetzt kann ich es halt exakt auf 25 Minuten alles schneiden. Mitten in die Diskussion einfach raus. Mitten in der Diskussion einfach raus. Da sagt der Sputti gerade, also ich finde ja, und da war es das mit der Folge. Ich setze dann immer noch ein kleines Intro und ein Outro rein oder so. Ein Outro noch rein hier. Folgt uns auf, bla bla und richtig, so weiter. Richtig, richtig, das schneide ich noch irgendwie rein, richtig. Wenn ihr mehr dieser Episoden wollt, dann beleidigt Sky in den Kommentaren oder so. Im Idealfall hättest du natürlich jetzt noch den Twitch-Stream, den Chat einbinden sollen. Ich. Damit die Leute auch wissen, weiß okay, nicht, die nehmen Bezug so auf das und das. Ja, ich weiß, aber. Kinsor halt übrigens, um mal Bezug auf den Chat zu nehmen, hat mich gefragt, was mein Lieblings-Farm-Spot war. Ich war ein ganz, ganz großer 55 HP-Monk und SS-Necro-Farmer in der Unterwelt, solange wie das halt möglich war. Dann sind wir auch zwischendurch auf 600 HP und Smiter umgestiegen. Habe sehr, sehr viel was habe ich noch gefarmt? Ich war sehr, sehr häufig. Warte mal, ich war in der UW. Und ich wusste doch gerade noch, was ich noch alles erzählen wollte. Ja gut, ich habe Elementarschwerter draußen vor Ratasum gefarmt. Das, was, glaube ich, jeder mal irgendwann gemacht hat. Ich habe sehr viel Speerfeuer, Waldläufer, die Quest in Turais Weg gefarmt, die Magonita-Quest, was auch so ein klassischer Farmspot war. Ganz, ganz ursprünglich habe ich angefangen damit, dass ich grüne Waffen bei gezielten Bossen gefarmt habe. Unter anderem bei. Oh, scheiße. Wieso sterben wir denn hier die ganze Zeit? Sky, du bist alleine. Ey, ich hab den. Oh, du bist nicht mehr alleine, weil du mich gerest hast. Du rest natürlich nicht den Heiler, der immer resen kann, sondern die Person, die einen Restsiegel hat, dass er nicht mehr fertig hat. Ja. Ja, ich muss auch sterben. Ist okay. Geronimo! Warum rennst du nicht weg? Weil du nicht mehr wiederbelebt wirst, wenn ich wegrenne. Ich. Ja. Kann nur sterben. Und das war die fünfte Folge. Ich will jetzt gerade überlegen, was habe ich denn sonst noch gefarmt? Wir haben sehr, sehr häufig Kanaksai gefarmt und ein Tief, aber das war halt kein wirkliches Farmbild. Sechser Riss, wenn man so möchte, ist ja theoretisch auch eine Farmvariante gewesen. Ich habe schon eine Menge unterschiedlicher Sachen ausprobiert. Nestlinge habe ich auch gefarmt. W-Tier, das wollte ich eigentlich sagen. W-Tier-Farmen als Elementarmagier. Nein, als Schattenform-Assassine. Das war auch so ein Klassiker. Und natürlich als Elementarmagier mit Steinfleisch. Also das meiste Geld verdient habe ich mir allerdings beim Rushen von Shiro im Hard-Mode. Als Elementarmagier mit Steinfleisch-Aura. Und als Rusher. Schweigegelübde Dervish nach Rockners Schmiede. Oder als Krieger von Ascalon nach Löwenstein. Das waren so meine klassischen Wege, wie ich mir früher Geld verdient habe. Genau, W-Tiere. Burning Fire war jetzt auf derselben Spur wie ich. Die Spektraldinger, die W-Tiere, genau. Die habe ich vorhin nämlich auch gesucht. Den Namen dafür. Inzwischen übrigens auch relativ viel Sterbemalus. Gefällt das hier eigentlich nicht, was wir hier machen, Sky? Nicht. Wir haben uns halt keine höheren Rüstungen gekauft. Das heißt, das Ganze ist hier tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller und eigentlich laufe ich einfach nur rum. Ich habe dich vorhin gefragt, ja. Ja, aber das ist Geldverschwendung. Du holst dir irgendwann sofort die maximale Rüstung. Kannst du nämlich schon tragen, bevor du Level 20 bist. Musst du in das richtige Gebiet kommen. Ich bin halt, ich denke halt immer praktisch. Nein, das ist doch in Ordnung. Ja, aber das führt halt zu dem Problem, dass wir langsam auf die Fresse kriegen. Ja. Klar, ich kann ja auch nichts.
Mit Stufe 8 gegen Stufe 15 ist natürlich schon eine Sache. Jetzt stellen wir uns aber an, ne? Wir machen jetzt die Meisterquest. Das Ding ist, glaube ich, Stufe 16 oder 17. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wir können jetzt zumindest schon mal den Schrein aktivieren, dass wir auch hier vorne wiederbelebt werden. Woanders. Ja, passt dann, können wir dann nach links ausweichen. Okay, der hat was anderes. Das ist das Ding, was wir besiegen müssen. Hamu Ukayo. Stufe 17 hat er uns zerlegen oh wird. Dann ist es ein Skull, kein Murloc. Ja, natürlich, hier, Domäne der Pein habe ich auch viel zu viel Zeit drin verbracht. Aua, 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 aua. Kite ihn. Ich kite ihn, du tötest ihn. Okay, jetzt haut er dich. Nee, jetzt haut er... Okay, Kost darf er hauen. Das... Wir müssen es einfach nur geschickt machen. Unterbrich ihn! Du hast nichts zum Unterbrechen, ne? Ah. Nein. Das ist ein Problem. Nein! Ah, jetzt haut er mich wieder. Krüppel ihn und lauf weg. Und jetzt solltest du weglaufen. Und jetzt heilt er sich wieder. Kann das niemand von uns unterbrechen? Echt nicht. Oh. Ja, wir haben ihn schon fast auf 50%. Boah, der haut mich schon wieder. Auf damit. Aber wir schaffen das, Guy. Wir schaffen das. Ja, da verbrennen jetzt drauf. Caste zum Glück diesen unnötigen Geist, der ihm nicht viel bringt. Das schafft uns Zeit. Ja, den haben wir. Yeah! Nein! Na komm! Nein. Danke! Halb gegessene Stiefel. Yay. Jetzt kriegen wir hier drüben, glaube ich, in dem Dörfchen auch nochmal Quest. Die Frage ist, bei wie vielen Punkten bist du? Das kann ich dir sagen. Bei 267. 67, du kriegst. Also noch 33. 15 durch die Quest, also müssen wir noch ungefähr, ja, 18 Gegner töten.